Der Aufsichtsrat setzt sich aus verschiedenen Leuten zusammen, die verschiedene Professionen mitbringen, also eine juristische Profession, bankfachliches Wissen, wirtschaftswissenschaftliches Wissen. Und da es eine Kirchenbank ist, eine Bank ist, die vor allem eben auch mit kirchlichen und karitativen Partnern zusammenarbeitet, ist es sicherlich auch ganz gut, wenn jemand mit dabei ist, der eben auch einen pastoralen Blick hat und auf diese Weise eben auch eine pastorale Kompetenz in ein solches Gremium mit einbringen kann. Die DKM ist eine Genossenschaftsbank. Und bei einer Genossenschaftsbank geht es in erster Linie darum, den Genossen, also den Mitgliedern, Kapital zur Verfügung zu stellen, Liquidität zur Verfügung zu stellen. Es geht weniger darum, Kapital zu vermehren, als dafür zu sorgen, dass die Leute, dass die Genossen, dass die Mitglieder, die Institutionen, die mit der DKM zusammenarbeiten, dass denen Liquidität, dass denen also Geld zur Verfügung gestellt wird. Und diese grundsätzliche Idee ist ursprünglich von den Franziskanern entwickelt worden. Die Franziskaner haben die ersten Banken entwickelt in Europa, und zwar deswegen, um eben insbesondere eben einfachen Leuten, armen Leuten eben Kapital zur Verfügung zu stellen, damit die nicht irgendwelchen Wucherern etc. In die Hände fielen. Die kirchliche Bank definiert sich natürlich darüber, über ihre Kunden. Also es sind in erster Linie Kunden aus dem kirchlichen Bereich, aus dem karitativen Bereich. Also nehmen Sie Pfarrgemeinden, nehmen Sie karitative Einrichtungen, nehmen Sie Krankenhäuser. Also einmal definiert sich das über die Kunden. Darüber hinaus definiert sich natürlich die Kirchlichkeit einer Bank auch darüber, wie sie einmal mit ihren Kunden umgeht. Also dass es zum Beispiel darum geht, ein faires, ein gutes Verhältnis zu den Kunden zu haben, Kunden nicht etwas anzudrehen, was sie überhaupt nicht brauchen, oder aber eben auch zu gucken, dass man selbstverständlich auskömmliche, aber eben auch faire Zinssätze zum Beispiel vereinbart. Und darüber hinaus geht es darum, natürlich auch zu gucken, wiederum, was angelegt wird, muss ich gucken, wie lege ich dieses Geld an. Da gibt es ganz unterschiedliche Anlagemöglichkeiten. Es gibt sicherlich Anlagemöglichkeiten, die versprechen eine hohe Rendite. Aber wenn ich mal gucke, was damit finanziert wird, also sei es jetzt zum Beispiel Waffen, seien es vielleicht eben auch Chemikalien, die zum Beispiel eben auch eine Umweltbelastung herbeiführen können, dann wäre das nicht ethisch verantwortbar, dann wäre das nicht nachhaltig, und insofern wäre das meines Erachtens eben auch mit dem kirchlichen Anspruch einer Bank nicht vereinbar. Wir haben also mit zwei Problemen sicherlich zu kämpfen. Einmal mit dem Mitgliederrückgang. Ich bin davon überzeugt, dass diese ganze Situation, in der wir uns jetzt befinden, zu vermehrten Kirchenaustritten führen wird. Aber es werden auch eine ganze Reihe Leute, die bislang eben immer treu zur Kirche gekommen sind, die werden, da gehe ich von aus, jetzt nach diesem sogenannten Shutdown sicherlich nicht in der gleichen Zahl wiederkommen, wie sie bislang gekommen sind. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, der damit unmittelbar zusammenhängt, ist selbstverständlich auch die finanzielle Ausstattung der Kirche. Die finanzielle Ausstattung der Kirche, die in Deutschland in erster Linie durch die Kirchensteuer gesichert ist, das wird sehr stark zurückgehen. Da werden sich große Veränderungen abzeichnen. Und da muss man dann selbstverständlich gucken, wie man mit den Ressourcen, die man jetzt hat, vernünftig umgeht. Wie wir gucken, dass wir die Finanzmittel, die wir haben, dass wir die einmal gut einsetzen und dass wir sie aber auch gut verwalten. Dass es darum gehen muss, eben Mittel für kirchliche Zwecke zur Verfügung zu stellen.